So, hallo zusammen, Rupi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Ja, lasst uns über Schleich reden, beziehungsweise die neuen Eldrador Creatures. Bei meinem ersten Besprechen der neuen Schleichfiguren für 2024 konnte ich euch natürlich noch nicht alles berichten. Da gibt es noch einiges mehr. Und ja, aber heute würde ich sagen, lasst uns mal in diesem Video die neuen Eldrador Creatures besprechen, denn ja, da kamen noch einige Geschichten mit dazu, unter anderem natürlich auch die Mini-Creatures der Serie 5. Was ich schon gesagt habe, irgendwann finde ich, ist es eigentlich auch mal wieder gut. Man hat jetzt so viele Mini-Creatures, wie viele will man denn noch bringen? Wie viele soll man denn noch kaufen müssen, um die Serie oder die einzelnen Waves hier komplett zu haben? Und ja, es kommen halt noch mehr. Alleine die Serie 5 beinhaltet hier schon wieder 16 Figuren. Aus jeder Welt wieder 3 Figuren vertreten. Natürlich die Dschungelwelt, die Eiswelt, die Steinwelt, die Schattenwelt, die Feuerwelt und ein goldener kleiner Anführer. Ja, bei dem fangen wir mal an. Denn dieses Jahr haben sie es raffiniert gemacht. Er hat nämlich oben auf dem Kopf keine Hörner, sondern sie haben es ebenfalls flach gehalten, damit man es noch schwerer hat, ihn zu erspüren. Musste ja irgendwie so kommen, ja? Wie die einzelnen Figuren heißen, kann ich euch noch nicht sagen. Aber wie schon gesagt, wir haben einen goldenen Charakter mit dabei. Ziemlich stämmiger kleiner Kerl, der hier weiße Augen hat und natürlich Gold ist. Ich brauche es euch jetzt nicht großartig beschreiben. Ihr werdet es dann sehen, sobald ich die Bilder zeigen darf, werden wir das auf jeden Fall nochmal im Detail besprechen. Ja, die Lava-Welt, da haben wir so eine Art Clown mit dabei. Er hat ein großes schwarzes Auge, was aber eigentlich so aussieht wie eine Nase. Und die Hörner oben sind so gestaltet, dass es aussieht, als wären es die Augen. Ihr werdet wissen, was ich meine, wenn ihr das seht. Also wir haben hier einen kleinen, breit grinsenden, gefährlichen Clown. Ja? Der nächste Charakter sieht halt wieder aus wie so ein Fantasy-Krieger. Natürlich wieder in diesen Orangefarben gehalten. Fantasy-Krieger klingt natürlich jetzt sehr allgemein. Es könnte auch so eine Art Minotaurus sein, bloß halt als Krieger irgendwie sowas in der Art. Und die dritte Figur sieht dann ein bisschen aus wie, ja, das ist schwer zu beschreiben, wie so eine Art Templer oder sowas. Also ja, also wie als ob er so eine Robe anhätte. Wenn man so den Kopf anschaut, sieht es aus, als ist das ein Vampir? Soll das ein Vampir sein oder was? Ich kann es euch nicht sagen. Steinwelt, ja, da haben wir einfach wieder so eine Art Steinroboter mit dabei, mit einem großen grünen Auge, also der sieht wirklich sehr steinig aus. Dann haben wir ein bisschen was Science-Fiction-mäßiges, sieht ein bisschen aus wie so ein Future-mäßiges Insekt. Oder wisst ihr was, erinnert mich vielleicht ein bisschen an Predator, mit Helm, in Rüstung. Die dritte Figur ist dann so ein kleiner Buckliger. Die kann man gar nicht richtig beschreiben. Ja, der Kopf hängt extrem tief. Er hat eigentlich gar keinen großartigen Körper. Vom Kopf aus gehen die Arme weg, die Beine gehen weg und nach oben noch so zwei richtig dicke Hörner. Ja, also sieht auch sehr originell aus. Originell sind sie ja, die Viecher. Aber du fragst dich halt, mein Gott, wie viele denn noch? Ne? Dann die Dschungelwelt, da haben wir, glaube ich, so eine Art Warzenschwein mit dabei, sieht auch gut aus, ist klasse. Dann haben wir einen, ja, könnte ein Elefant sein. Und die dritte Figur, großartig, er hat halt so Lianen um den Kopf gewickelt und ja, komm, das ist halt Frankenstein. Wir sehen hier Frankenstein als Mini. Ist großartig. Ja, dann die Eiswelt kann ich gar nicht mal so richtig gut erkennen. Wir haben einen, der so richtig vom Eiswind verweht dasteht, hat zwei blaue Augen natürlich und den typischen Farbton. Eine Mumie fällt mir hier vielleicht noch ein. Könnte auch eine Mumie sein. Ist aber gut genährt, ja. Die nächste Figur, das könnte auch so eine Art Frankensteinchen
sein, ja, aber bin ich mir nicht ganz so sicher. Man erkennt es nicht 100 pro. Sieht aus, als ob er einen Kittel anhätte, eine Jacke und den Kragen ganz hochgezogen. Und was da nach oben wegstehen, ja, sind es gefrorene Haare. Ich kann es euch nicht richtig sagen. Glöckner fällt mir dazu ein. Steht ein bisschen da wie so ein buckliger Glöckner. Also wenn man die Figuren länger anguckt, dann kommt da, ne, dann kommt man der Geschichte ein bisschen näher. Bin gespannt, wenn man da bessere Bilder sieht. Und dann haben wir noch so einen typischen kleinen Yeti dabei, würde ich mal sagen. Mit so einem langen Bart, zotteliges Fell. Und einige von den Figuren sind auch oben komplett flach rübergezogen. Okay? Also nicht so das typische Helmmuster oder so. Dann kommen wir zu den Schattenkreaturen. Natürlich wieder schwarz mit roten Augen. Da haben wir einmal, vielleicht ist es eine Echse, ist es so eine Art Chamäleon mit dabei, ich weiß es nicht, auf jeden Fall hängt eine Zunge raus, ähnlich wie bei Venom. Und gefletschte Zähne, richtig breites Maul mit unfassbar spitzen Zähnen, natürlich Chamäleon untypisch, was weiß ich. Dann haben wir so eine Art außerirdisches Insektenteil wieder dabei, oder ist es so eine Art Krabbe? Auch das kann man nur wirklich sehr, sehr, sehr schwer beschreiben. So eine Krabbe mit einem Zauberumhang. Erinnert mich tatsächlich an irgendeine Filmgestalt, die ich gesehen habe, aber ich hab's gerade echt nicht auf der Platte. Ich komme nicht drauf. Und es gibt noch, ja, ich glaube, das ist ziemlich eindeutig, eine Eule. Ja, eine Eule mit großen roten Augen. Ja, das zu den Mini-Creatures der Serie 5. Den kommenden Eisdrachen haben wir schon besprochen mit seinen Eisflügeln. Sieht klasse aus, wirklich sieht klasse aus, kann man gar nichts sagen. Ich hoffe, dass sie die Füße nicht zu einfach gemacht haben. Hier sieht es ein bisschen, ja, einfach aus. Wird auch spannend, ob man bei ihm den Unterkiefer bewegen kann. Hier auf dem Bild sieht es eher nicht so aus. Aber die Flügel wird man auf jeden Fall bewegen können, denn da sind wieder so runde Kugelgelenke dran, wie man es halt kennt. Auch hier sitzen die Gelenke und alles sehr nah am Körper, was mir wieder Hoffnung gibt. Aber auch hier kann ich nur nochmal sagen, schade, dass sie diese aufgesplitterten Eisflügel nicht transparent gemacht haben, sondern sieht aus, als wäre es halt so weiß mit hellblau durchzogen. Ne? Aber wie schon gesagt, sind alles nur die ersten Produktbilder. Dann haben wir die Schattenfledermaus mit dabei, Shadowbat, die ein bisschen aussieht wie Roadrunner und Coyote. Der Coyote mit unschön angesteckten Flügeln, die wirklich ordentlich abstehen durch die Kugelgelenke, sieht nicht aus wie eine Einheit. Sieht wirklich aus wie so eine stehende Fledermaus mit Armprothesen, Flügelprothesen. Wahrscheinlich kommt es in echt, wenn es vor einem steht, besser rüber. Dann den Dschungeldrache haben wir auch schon besprochen. Ist sehr massig, das Teil. Kann sein, auch er wirkt um Klassen besser, wenn er vor einem steht. Wir haben es schon besprochen. So, dann kommen ja so kleinere, also bei Eldradur ursprünglich waren das so Kerkertierchen, ja, so klein sind sie jetzt nicht, sind etwas größer, denke mal, die haben vielleicht so die Größe von den Eldradur Creatures, die bei McDonald's erschienen sind, vielleicht sind sie auch ein bisschen kleiner, ich kann es euch nicht sagen. Wir haben hier einmal einen Schattenlux und einen, ja, Steinbrecher, wenn man es so möchte. Der Schattenlux sieht tatsächlich aus wie ein Lux, hat aber auf dem Rücken wieder diese violett oder lila transparent gegossenen Stacheln, die auch ein bisschen über die Flanke drüber gehen. Und der Schwanz ist ebenfalls aus diesem transparenten Material. An den Beinen stehen auch noch so einzelne violette oder lilafarbene Dornen ab oder was auch immer, hat das Maul geöffnet, die Augen sind rot, man sieht schön die Zähne. Ich hoffe, sie haben es ein bisschen spitz gemacht, aber das gibt mir doch schon Hoffnung. Die Krallen wirken hier auf jeden Fall schön spitz. Ja. Also sieht gut aus, aber die transparenten Stacheln, ja, mittlerweile hat man es jetzt an zig Figuren gesehen. Also da könnte man sich auch vielleicht mal ein bisschen was einfallen lassen.
wie immer nur Stacheln. Dann haben wir hier den Steinbrecher oder ja, Rock Crusher. Der sieht tatsächlich ein bisschen aus, der Kopf erinnert an eine Beißzange, ja? Erinnert an eine Beißzange. Auch er ist ein kleines, quilliges Kerlchen, ein Bein, also steht auf allen Vieren, ein Bein ist leicht angewinkelt und man sieht schöne, lange Krallen, hat grüne Augen, hat dicke, steinige, helle Zähnchen. Auf dem Buckel hat er irgend so ein grünes, sieht aus wie kleine, zercrushte Steine, ja, ein Steinhaufen. Grüner, transparenter, grüner Steinhaufen. So sieht's aus. Das trifft's, glaube ich. Genauso hat er einen länglichen Schwanz mit einer Art Keule dran und da ist ebenfalls so ein gecrushter Steinhaufen zu sehen. In grün und ebenfalls transparent. Sind nette kleine Figuren. Ich sag ja, vielleicht haben sie die Größe der McDonald's-Figuren. Man wird sehen, wenn sie vor einem stehen. Ja, es geht natürlich weiter. Es gibt auch noch was zu Feuer und Eis. Und zwar haben wir hier einen Eiskäfer. Der Eiskäfer sieht ein bisschen aus wie so ein Nashornkäfer. Man kann es gar nicht richtig erkennen. Sind das schwarze Augen, die aber irgendwie über den kompletten Kopf gehen? Oder ist das schwarze Auge direkt hinterm schwarzen Maul? Man erkennt hier ein paar Zähnchen. Und dann an der Schnauze steht so ein Horn nach vorne weg, hat Beine, Käferbeinchen, erinnern aber halt auch an Spinnenbeine. Die Beine enden in Klauen, in so kleinen Stacheln. Und genauso hat er auch so Dornen auf dem Rücken, die, denke ich mal, wieder transparent gegossen sind. Also stellt euch einen Käfer vor mit sehr dicken Beinen und transparenten Flügeldecken, wo auch so dornenartig absteht. Ja, und dann haben wir hier zur Lava-Welt ein Feuerkraken, was eine klasse Idee ist, aber sowas hätte ich mir halt gerne in groß gewünscht. Ein richtig großer Feuerkrake, mein Gott, das war der Hammer gewesen, mit beweglichen Tentakeln und so weiter, ja. Hier haben wir dann doch eher eine kleine Figur mit sehr schön verdrehten Tentakeln. Er hat, glaube ich, irgendwie vier Augen, also zwei Augen auf einer Seite, dann auch irgendwie einen transparenten Kristall. Seitlich der ganze, ja, Kopf, der ganze runde Körper scheint oben transparent gegossen zu sein, steht ein bisschen wie Flammen weg, was mir sehr gut gefällt. Die Arme haben sehr schöne Details, gerade die Saugnäpfe kann man hier erkennen. Alles natürlich in diesem Rot, Schwarz, Orange verlaufend gehalten. Sehr schön. Ja, hinten geht nochmal irgendwie ein Tentakel hoch. Sieht jetzt aus, als ob's, Ich kann es euch nicht sagen, sind es zwei Tentakel oder ist es ein Tentakel mit zwei Enden, wo die Spitze jeweils schwarz bemalt wurde. Ja, sieht also aus wie so Stacheln, mit denen er zuhauen könnte. Also sehr interessant, mir gefallen die kleinen Viecher, hätte ich mir aber gerne echt in groß gewünscht. Gerade diesen Feuerkraken, den in groß wäre ein Hammer geworden, ja, auf jeden Fall. Und wenn man sich diesen Feuerkraken anschaut, dann kommt unweigerlich die Erinnerung an die Wasserwelt. Und da fragst du dich, okay, war der ursprünglich für die Wasserwelt gedacht? Und jetzt hat man ihn umskulpturiert in die Lavawelt. Ich meine, es ist sehr reizvoll, aber ein Riesenkraken in der Unterwasserwelt wäre ja auch eine absolute Bombe geworden. Ja, wir hatten ja schon so einen Krakenmenschen oder so ein Krakenmonster mit dabei, aber ein richtiger, riesengroßer Krake in Blau mit Transparent wäre für die Wasserwelt eine absolute Bombe geworden, oder? Was meint ihr? Ja, auf jeden Fall auch hier in dieser Lava-Umsetzung ist es schon sehr, sehr reizvoll. So, das mal zu diesen Geschichten, aber es geht noch weiter. Im Lande Eldrador und es gibt noch mehr kleine Kreaturen, also, ne? Aber ich mach mal hier mit etwas weiter, wo, also du kannst es nicht anders sagen, also wirklich, wollt ihr Eldrador gerade totschlagen? Denn es kommt halt was, wirklich, also die Roboter,
waren ja schon hart an der Grenze. Genauso wie die ganze Mini-Creatures-Geschichte an und für sich. Aber das, was jetzt kommt, ich weiß nicht, wer sich sowas ausdenkt und wer sowas dann auch noch gut finde und produziert. Denn es kommen Mini-Creatures-Fahrzeuge. Ja, einfach mal setzen lassen. Aber ich wiederhole es nochmal. Ihr habt schon richtig gehört. Es kommen Autos. Es kommen Fahrzeuge. Die Mini-Creatures hocken hier in Autos. Also das mit Rädern und Felgen. Das kannst du dir nicht ausdenken. Ja. Also die Dinger werden natürlich fahren können. Logisch. Ja. Und sie haben ein Geschütz hinten drauf. Also diese Fahrzeuge gibt es in Schwarz, in Hellgrau und in Dunkelgrau. Natürlich zu allen Welten. Das Ganze nennt sich Stone Vehicle with Mini Creature. Also, ja, Steinfahrzeug mit Mini Creature. Das gleiche gibt es zu Lava, zu Eis, zu Dschungel und natürlich auch zu Schatten. Es ist, ja, und die Geschosse haben dann halt auch entsprechend die Farben. Also, wie kann ich euch das beschreiben? Es sind kleine Autos, die alle aussehen, als wären sie aus Stein geformt, haben aber Gummiräder, die Reifen haben auch ein Profil, okay? Und sie haben Felgen in den entsprechenden Farben. Also, ja, in der Lava-Welt sieht es so, es ist die Karre schwarz, dann sitzt da irgend so ein, wie soll man das sagen, ich glaube, das ist ein Teil. Ich dachte mir, du könntest da vielleicht die Mini-Creatures wechseln und reinsetzen, wie bei den Robotern, aber das sieht irgendwie so aus wie eine Suppe. Also auf dem Wagen ist so eine orangefarbene Lavasuppe, wo halt eine Lavakreatur hockt. Und es sieht aus, als wäre das ein Ding. Oder kommen jetzt nochmal kleinere Mini-Creatures, die man dann in die Autos setzen kann? Ich kann es euch nicht sagen. Also es sieht halt aus, als hättest du, keine Ahnung, einen Brei über diese Steinkarre gekippt, halt in den Lavafarben. Ich kann sein, dass es transparent ist, muss nicht unbedingt transparent sein. Und dieser Glutsch ist halt auf der Karre drauf, okay? Mit schwarzen Rädern, mit lavafarbenen Felgen und vorne auch noch so eine Art Stoßstange, ob man da was rausziehen kann und reintun oder ob das fest ist, ich kann es euch nicht sagen. Ich habe so, also was Unpassenderes habe ich noch niemals gesehen. Zu einer Fantasy-Serie kommen jetzt Autos dazu, ja. Das Eisauto, ja, ist hellgrau, hat eine schwarze Bordkanone. Auch so ein blauer Klutsch, der vorne drauf liegt, und da sitzt eine blaue Kreatur mit dunkelblauen Augen drin, und die Stoßstange vorne ist auch blau. Die Räder sind schwarz, die Felgen sind blau. Bei der Steinwelt ist natürlich grüner Klutsch drauf, mit einem grünen Mini-Creature-Viech mit grauen Augen. Die Stoßstange ist grün, es ist ein anderes Grün als der Klutsch, ja, definitiv. Die Räder sind schwarz, die Felgen sind grün. Die Steinwelt, ja, hellgraues Gefährt mit einem hellgrauen Geschütz, darauf grüner Lianenklutsch, ja, und da sitzt eine gelbe Kreatur drin mit grünen Augen, die Räder sind schwarz, die Felgen sind grün. Und das Ganze gibt's natürlich auch für die Schattenwelt. Ja, da haben wir natürlich lilafarbenen oder violetten Klutsch drauf mit einer Kreatur mit einem roten Auge, sieht aus, als ob es schräg sitzt, oder zwei Augen, ich kann es euch nicht wirklich sagen. Ein schwarzes Geschütz, dann vorne die Stoßstange, ja, ist auch violett, die Räder sind schwarz und die Felgen sind violett. Also ich habe, wie kommt man auf so eine Idee? Ganz, ganz, also ich finde, ist nur meine Meinung. Alles, was ich hier sage, ist ausschließlich meine Meinung. Muss nicht eure sein. Ihr könnt da komplett steil gehen damit und sagen, oh Gott, wie geil ist das denn? Oh mein Gott, Mini-Creatures in einem Auto. Habe ich immer von geträumt, und Schleichbrings. Ja, Schleichbrings. Es ist der Hammer. Aber was hat das noch mit Fantasy zu tun? Zumindest Eldrador betreffen. Natürlich ist es Fantasy. Aber Eldrador, Herrgott nochmal. Wisst ihr noch, wie Eldrador angefangen hat? Und jetzt kommt sowas.
Was kommt als nächstes? Jets, Flugzeuge, UFOs, das ist alles möglich, ja. Ich habe ja schon gesagt, bei den Mini-Creatures, du könntest da einen kleinen Propeller hinten dran machen. Das wäre ja noch okay. Und das ist ja schon absolut idiotisch von mir, sowas zu sagen, ja. Aber das Ding hier, die Autos, Junge. Dann kommen Käfige. Es kommen Käfige, kleine Käfige, wo ihr kleine Viecher reinstellen könnt, ja. Wo auch hier Lux und Co. dazugehören. Und es gibt noch mehrere Creatures, ja. Also diese ganzen Käfige, das sind so kleine, viereckige Kisten, ziemlich bunt gestaltet, in den Farben der Creatures gestaltet. Wir haben hier grau, hellgrau, wir haben schwarz und dann haben sie auch noch bunte Ecken. Jesus, ne? Der Lavafarbe oder Steinfarbe, Dschungelfarbe, Schattenfarbe, Eisfarbe, alles Mögliche. Also total verrückte Kisten mit einem Türchen, was ihr aufklappen könnt und da könnt ihr halt diese ja, Mini-Viecher reinsetzen, die da kommen, ja. Also das, ja, das Ganze nennt sich Cave, also sind Caves, Höhlen, wobei das so kleine Käfige sind. Und das ist so verrückt, dass es meinen Augen wehtut, ganz ehrlich. Also es ist ganz, ganz, ganz schlimm. Und dann hast du da noch irgendwie oben was dran, wo dann wie an so einer Kette hängen dann noch irgendwelche Geschichten dran. Ich kann euch das gar nicht erklären, was das sein soll. Sieht aus wie ein Rad, was man drehen kann, wo dann irgendwie Ketten dran hängen und ich weiß nicht, was das sein soll. Keine Ahnung. Sind es Gewichte, damit man die Käfigtüren dann öffnen kann? Ich weiß es definitiv nicht. Also zu den Käfigen gibt's auch die entsprechenden Tiere dazu. Es gibt eine Lava-Hyäne. Es gibt einen Schattenkäfer. Es gibt eine Eisratte. Es kommt ein Steinkamäleon. Und eine Dschungeltarantel. Auch das wäre ein Viech gewesen, was ich mir groß gewünscht hätte. Und jetzt sehe ich gerade, nee, ist kein Käfer, es ist eine Assel. Ja? Also eine Schattenassel kommt hier raus. Und als ob es nicht reichen würde, haben wir hier auch noch eine Höhle der Superkristalle. Oder sind wie so Gitter, wo so Mini-Kristalle dran sind. Es ist wirklich, es ist verdammt schwer zu beschreiben. Wenn ihr seht, werdet ihr es wissen. Oh je, ja, wie willst du das beschreiben? Ne? Also diese ganzen Höhlen oder Kisten, für mich sind das halt ganz einfach Kisten. Käfigkisten trifft's, glaube ich, am besten. Haben unterschiedliche, ja, Türen, Tore zum Durchgehen oder zum Figuren reinsetzen. Auf einem ist so ein Steinbeißer drauf mit Lava-Augen. Dann haben wir hier irgendwie, sieht aus wie ein Bücherregal mit Büchern von der Seite. Dann haben wir die Dschungelwelt selbstverständlich, so verschlungene Lianen. Und wenn er die Wände dann rausklappt, dann sind da irgendwie Kristalle drin. Und also es ist total verrückt und es sieht so aus, als ob man die ganzen Sachen stapeln könnte. Und ich sehe gerade, hier gibt es auch noch sowas wie eine Falle, wo aufklappen könnt und da irgendwie so einen gelben Ball durchwerfen, der dann durch die Gänge rollt oder wie oder was ich. Und es wird dann halt quietschbunt. Ich finde es so schlimm. Ich finde es so schlimm. Die Viecher sind ja okay. Mein Gott, ein Steinkamäleon ist großartig. Eine Eisratte, auch klasse. Sie hat übrigens auch wieder solche Eisdornen auf dem Buckel. Ne? Also sie steht auf ihren vier Beinen so richtig so ganz aggressiv. Der Schwanz geht auch nach oben. Das Maul ist aufgerissen, die Augen sind weiß und über den Rücken halt so helle Eisstacheln. Das Chamäleon hat auch das Maul offen mit Zähnen. Mit richtigen Zähnen. Die ist ein Dreihorn-Chamäleon so gesehen und die drei Hörner sind transparent. Dann hat es auch noch Kristalle auf dem Buckel. Ja, der Schwanz ist so eingerollt und ja, die typische Chamäleon-Pose. Dann die Hyäne
ist auf allen Vieren stehend, hat auch das Maul geöffnet, aggressiv, hat auch einen Flammenkamm über den Rücken, was bis in den Schwanz reingeht und natürlich schwarz mit rot unterbrochen. Ja, die Dschungeltarantel ist natürlich grün mit braunen Beinspitzen, die Kiefernklauen und einige Stacheln an den Beinen sind gelb. Ja, und dann gibt es hier... Das sind schätzungsweise diese Superkristalle. Das müsst ihr euch vorstellen. Ja, so eine Halterung wie eine Hand, ja, wie Finger, wo dann so eine Kugel, aber nicht rund, sondern mit Kristallen hält. Ja, so eine runde Kristallkugel, die in allen Farben schimmert. Und das ist auch in so einem Käfig drin oder in einer Cave, ja, in einer Höhle, wie auch immer man das bezeichnet. Und ja, also da wird's bunt, kann ich euch sagen. Es sind alles die Farben von den Creatures, aber das, also ich find's ganz, 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 Punkt, 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 setzt ein, was ihr wollt. Wenn ihr seht, werdet ihr mich vielleicht verstehen. Ich sag ja, manche werden's ohne Ende feiern. Ich kann nur den Kopf schütteln. Was macht ihr aus Eldrador? Hätten wir jetzt ein paar schöne originelle Höhlen bekommen mit Kristallen, wo vielleicht auch noch eine LED drin ist, irgendein Licht- und Soundeffekt, was zu Eldrador passt. Mein Gott, man hätte wirklich zu jeder Welt entsprechend was machen können. Vulkan, eine Eishöhle, ein Dschungelgeflecht, vielleicht sogar mit so Ruinen, Tempelstücken, irgendwelche Geschichten von vergangenen Kulturen. Wie toll wäre das denn gewesen? Und stattdessen machen sie Autos und Käfige. Also jetzt echt mal. Da bin ich doch echt... Yes, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ja, also ich lasse es ganz einfach jetzt ein bisschen setzen. Und da werden wir mal sehen, wie das Ganze aussieht, wenn es rauskommt. Ich werde es mir natürlich angucken, selbstverständlich, ja. Es ist Eldrador, aber ich muss es nicht lieben, nur weil es Eldrador ist, ja. Also die Autos, das ist Junge. Auch die Käfige sind wirklich sehr, sehr, sehr grenzwertig. Also nichts gegen die Käfige. Ich hätte ja nichts gegen ein paar Käfige. Aber so quietschebunt mit allen möglichen Geschichten drin, weiß ich nicht. Und dann auch die Gitterstäbe in den Käfigen zum Rausklappen. Wir retten die Welt, sie sind hohl. Sie sind hohl. Ist es schön? Nein, ist nicht schön. Nein, tut mir leid, gefällt mir überhaupt nicht. Ja, man kann da bestimmt sehr originelle, kreative Geschichten machen. Mich erinnert es ein bisschen an diese Kugel-Labyrinth-Spiele. Ja, da ja jetzt hier auch so eine Kugel dabei ist. Ich denke mal, das hier ist aus der Dschungelwelt. Da wird es wahrscheinlich Kugeln zu allen möglichen Welten geben. Ich weiß es nicht. Wir lassen uns überraschen. Es hat ein bisschen was von Geisterbahnkäfig. Ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll. Das ist schön, recht und gut. Das kann man ja machen. Aber muss man das unbedingt in die Eldrador Creatures Welt stopfen? Fragezeichen. Mitsamt den Fahrzeugen. Autos mit Felgen. Hallo? 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 Hört mich da draußen irgendjemand? Jemand? Ja, wie auch immer, ist nur meine Meinung dazu, das mal zu Eldrador. Und ansonsten lasst euch überraschen, es kommt so, so viel dieses Jahr von Schleich. Ist der Hammer. Es kommen auch noch tolle Fantasy-Kreaturen, die ich bei meiner ersten Liste noch gar nicht mit dabei hatte. Aber ja, wie schon gesagt, sobald man irgendwann Bilder zeigen kann, werdet ihr dann alles sehen. Ne? Gut, das dazu. Ich habe schon wieder einen Haufen gequatscht. Das ist einfach mein erster Eindruck zu den Eldrador Creatures Neuheiten nochmal zusammengefasst. Die Mini-Creatures, die normalen Kreaturen, dann diese Autos, diese Fahrzeuge und diese, ja, Höhlenkäfige mit Superkristall und halt die entsprechenden Tiere dazu. Oder Kreaturen, sorry, Kreaturen. Leute, ja, ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich bedanke mich bei euch fürs Reinschauen, fürs Reinhören. Wir hören uns wieder im nächsten Video. Bis dahin, ciao, tschüsschen. Euer Rupi.